Ja, danke schön. Der Leser möchte wissen, die EZB fordert eine Prüfung. Wie geht die Prüfung vor sich? Welche Konsequenzen hat die Prüfung für die Banken und die Kunden? Nun, bevor ab November 2014 die wichtigsten Banken der Eurozone durch die Europäische Zentralbank direkt beaufsichtigt werden, findet zurzeit eine umfassende dreistufige Prüfung dieser Banken statt. Zunächst sollen die wesentlichen Bankrisiken überprüft werden, dann die Bilanzen der Banken und dann schließlich in einem dritten Schritt soll ein sogenannter Stresstest durchgeführt werden. Die genauen Details dieses Stresstests sind noch nicht bekannt, findet auch erst im Juni oder soll im Juni nächsten Jahres stattfinden. Grundsätzlich soll ein Stresstest aber immer zeigen, ob eine Bank auch beim Eintritt von, wie man immer sagt, bei außergewöhnlichen, aber plausibel möglichen Ereignissen überleben kann, also zum Beispiel bei einem massiven Konjunktureinbruch oder schweren Turbulenzen auf den Finanzmärkten. Ähnlich wie bei den EU-weiten Stresstests in 2010 und 2011 wird der EZB-Stresstest vermutlich als bestanden gelten, wenn im Stressszenario die sogenannte harte Kernkapitalquote hinreichend hoch ist. Das harte Kernkapital ist Eigenkapital von besonders guter Haftungsqualität. Das wird ins Verhältnis gesetzt zu den sogenannten risikogewichteten Aktiva. Risikogewichtung bedeutet dabei, dass zum Beispiel ein Kredit nicht unbedingt mit seinem Nominalwert in die Berechnung der Quote eingeht, sondern mit mehr oder weniger als seinem Nominalwert, je nachdem, wie hoch das Ausfallrisiko des Schuldners ist. Ob jetzt durch diese umfassende Bankenprüfung und insbesondere den Stresstest tatsächlich das Vertrauen der Märkte in das Wohlergehen der Banken erhöht wird, dürfte wesentlich davon abhängen, für wie extrem die Märkte denn das Stressszenario halten, das die EZB zugrunde legen wird. Ja, vielen ist wahrscheinlich noch in Erinnerung vom EU-Stresstest 2010, dass damals auch diejenigen irischen Banken den Test bestanden haben, die kurz darauf vom Staat gerettet werden mussten. Auch die damals verwendete Annahme, dass selbst in einem Stressszenario europäische Staatsanleihen nicht ausfallen können, wirkte damals nicht unbedingt vertrauensbildend. Selbst wenn die EZB aus diesen Fehlern gelernt hat, wovon ich ausgehe, ist die Festlegung eines geeigneten Stressszenarios methodisch nicht unproblematisch. Also zeigt beispielsweise eine Untersuchung internationaler Bankenkrisen durch den Bank für internationalen Zahlungsausgleich, dass der Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts, was in der Praxis quasi immer Bestandteil eines Stressszenarios ist, keine notwendige Bedingung für den Eintritt einer Bankenkrise ist. Das stimmt zwar im Durchschnitt, aber es gibt auch durchaus Bankenkrisen, die sich in einem wirtschaftlich guten Umfeld entwickeln können. Dieselbe Untersuchung zeigt auch, dass die Orientierung an historischen Stressereignissen irreführend sein kann. In fast 70% der Krisen war die tatsächliche Veränderung des Bruttoinlandsprodukts größer als zuvor, also vor Eintritt der Krise, geschätzt. Werden bei der jetzigen Prüfung Kapitallücken festgestellt, so sollen die Banken diese auffüllen, bevorzugt durch private Eigenkapitalgeber. Ob das dann tatsächlich möglich sein wird, ist eher fraglich, denn gerade wenn herauskommt, dass ein Institut gefährdet ist, ist die Aufnahme von privatem Eigenkapital natürlich noch schwieriger. Die EZB selber schließt notfalls auch öffentliche Hilfen zur Schließung von Kapitallücken nicht aus. Alternativ zur Kapitalerhöhung können Banken natürlich auch den Umfang ihrer risikogewichteten Aktiva reduzieren, um so die Quote zu erfüllen. Hiervon wiederum könnte eine bestimmte Kundengruppe der Bank betroffen sein, nämlich die Kreditnehmer, denen es schwerer fallen könnte, einen Kredit zu erhalten bei den Banken. Bereits jetzt gibt es Anzeichen, dass Banken in den Krisenländern der Eurozone sich unter anderem aufgrund der anstehenden Bankenprüfung weiter bei der Kreditvergabe zurückhalten. In Deutschland, wo wir im europaweiten Vergleich einen sehr geringen Anteil an sogenannten faulen Krediten haben, dürfte eine Kreditklemme zumindest derzeit aber kein Thema sein. Sollte eine Bank beim Stresstest durchfallen, so könnte dies auch für die Sparer dieser Bank eine wichtige Information sein, vor allen Dingen dann, wenn sie mehr als 100.000 Euro bei dieser Bank angelegt haben und damit ihre Ersparnis nicht mehr vollständig durch das gesetzliche Einlagensicherungssystem geschützt ist. Könnten sie natürlich einen Anreiz, ein Motiv haben, diese Ersparnisse abzuziehen, wobei man fairerweise sagen muss, dass zumindest in Deutschland die 100.000 Euro übersteigenden Ersparnisse in der Regel noch durch weitere freiwillige Systeme abgedeckt sind, sodass hier der Anreiz für einen Abzug des Geldes begrenzt sein mag. Insgesamt dürften somit die Konsequenzen der umfassenden Prüfung zumindest für deutsche Kunden sich in Grenzen halten. Ob das auch für die deutschen Banken selbst gilt, ist dagegen weit weniger klar. Vielen Dank.